Es sollte eine spektakuläre Showeinlage sein, doch für den Stuntman wurde sie zum Todesdrama. Diese Videoaufnahmen zeigen die letzten Sekunden des 23-jährigen Matt Cranch. Als menschliche Kanonenkugel lässt er sich hier 12 Meter in die Luft schleudern, als Attraktion bei der Daredevil Stuntshow im südenglischen Kent. Come on, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Wow. Das Netz hat einfach nachgegeben. Wir wissen nicht warum, das müssen wir jetzt genau untersuchen. Deshalb hat sich der Mann diese fatalen Verletzungen zugezogen. Der Stuntman stürzt offenbar mit dem Kopf zuerst ungebremst auf den Boden. Im Krankenhaus erlag er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Alle Vorführungen sind bis auf Weiteres eingestellt.